Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Tagen war die Europawahl und danach kam ein großer Aufschrei in den Medien. Noch nie hat jemand so viel interessiert, wie Jungwähler, wie Erstwähler, wie ihr gewählt habt, wie dieses Mal, ist mein Eindruck. Und deswegen habe ich auch euch gefragt, wie fandet ihr jetzt das Wahlergebnis? Und habe dazu einige Antworten von euch bekommen, die ich ausgewertet habe. Aber zunächst mal wollen wir uns anschauen, wie überhaupt gewählt worden ist. Das Wahlergebnis der Europawahl wird euch allen präsent sein. CDU starke Verluste, SPD wirklich starke Verluste und die Grünen sind hochgeschossen wie nur was. Die AfD hat zugelegt, aber nicht so, wie manches befürchtet hatten. Linke und FDP, sage ich mal, nicht so dramatisch. Und von den kleineren Parteien sind immerhin die ÖDP, die Partei mit 3 Sitzen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Piraten und die Freien Wähler reingekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Aber uns geht es ja heute auch darum, wie ihr gewählt habt, wie die jungen Leute gewählt haben. Und das ist schon ziemlich krass und überraschend. Die Grünen sind bei den unter 30-Jährigen bei 33% gelandet. Wogegen die CDU, CSU nur noch 13% und die SPD nur 10% der Stimmen unter 30-Jährigen erreichen konnte. Bei den Erstwählern ist es sogar noch eins stärker. Da haben die Grünen 36%, also ein Drittel der Stimmen, die CDU, CSU nur noch 11%. An dritter Stelle kommt die Partei, über die ich ja im letzten Video schon einiges gesagt habe, mit 9% und dann FDP, Linke mit 8% und SPD mit 7%. Und die AfD immerhin auch mit 5% unter den Erstwählern. Soweit so gut. Also man kann sagen, je jünger, desto mehr haben sie Grüne gewählt und je älter, desto mehr CDU. Aber mich hat interessiert, wie empfindet ihr nun dieses Ergebnis? Seid ihr damit zufrieden? Hat es euch überrascht? Hat es euch gefreut? Und ja, die Hauptaussage, die von euch kam, war, dass die CDU noch viel zu viele Stimmen bekommen hat, eurer Meinung nach. Das hat jeder Dritte von euch geschrieben, dass die CDU immer noch so viele Stimmen bekommen hat, nach all dem, was vorgefallen ist. Dazu sage ich später noch was. Und die zweithäufigste Aussage war, um Gottes Willen, wo kommen denn diese ganzen AfD-Wähler her? Das hat jeder Sechste von euch geschrieben und etwa gleich so viele haben gesagt, super, dass die Grünen so viele Stimmen bekommen haben. Also das sind die drei wesentlichen Tendenzen. Überraschung, dass die CDU immer noch so viele Stimmen bekommen hat. Erschrocken sein, dass die AfD so viele Stimmen bekommen hat. Und Freude darüber, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben. Natürlich gibt es auch noch viele andere, aber zahlenmäßig sehr wenige Bemerkungen. Zum Beispiel sind durchaus einige traurig darüber, dass die SPD so wenig Stimmen bekommen hat. Manche finden es einfach richtig, dass SPD und CDU ihre Quittung bekommen haben. Und einige frohlocken über das Ergebnis der Partei, die wirklich so gut abgeschnitten hat bei den Erstwählern. Neben konkreten Aussagen zum Abschneiden einzelner Parteien, hattet ihr auch noch teilweise nur geschrieben, finde ich toll oder um Gottes Willen, also einfach nur eure Meinung zur Wahl ausgedrückt. Und das finde ich ganz interessant. Das hält sich praktisch genau die Waage. Die einen sind enttäuscht, dass die CDU immer noch so viele Stimmen hat. Die anderen finden es gut, dass die CDU nicht mehr so viele Stimmen hat. Das ist das gleiche Ergebnis, was wir betrachten, aber wir interpretieren es anders. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Auch politische Streitigkeiten gehen manchmal wirklich nur um so eine Frage der Perspektive. Und das ist mal die erste Bemerkung, die ich zu dieser Umfrage machen möchte. Die zweite Bemerkung zielt darauf, dass so viele offensichtlich erwartet haben, dass die CDU viel, viel schlechter abschneidet. Es gab sogar 2, 3, 4, die geschrieben haben, da würde doch Manipulation dahinter stecken, sogar Wahlbetrug. Und das ist etwas, was ich ein bisschen gefährlich finde, weil das zeigt für mich eine etwas eingeschränkte Sicht von Politik. Natürlich ist hier bei uns im Internet mit Rezo, mit Artikel 13, mit Hashtag nie wieder CDU und so weiter wahnsinnig viel in die Richtung gelaufen, dass die CDU natürlich abgestraft gehört. Diese Themen waren aber nicht überall aktuell, sondern die waren eben hier bei uns im Internet und hauptsächlich bei den jungen Leuten aktuell. Und es ist manchmal einfach wichtig, auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die Welt nicht nur aus dem besteht, was wir hier wahrnehmen. Und darauf zielt meine Bemerkung, wenn so viele von euch und wirklich viele überrascht sind und die meisten Rückmeldungen dazu kamen, wie kann es sein, dass die CDU immer noch so viele Stimmen hat? Also das kann einfach aus 2 Gründen sein. Der eine Grund ist der, wenn man sich anschaut, welche Menschen in Deutschland wahlberechtigt sind. Das sind 3,9 Millionen Erstwähler. Insgesamt gibt es aber 64,8 Millionen Wahlberechtigte. 21,7 Millionen Wahlberechtigte unter 44 Jahren, wenn man die 18- bis 20-Jährigen noch dazu nimmt, 24 Millionen. Und das sind von den insgesamt Wahlberechtigten eben ungefähr 37,5%. Ich habe die Zahlen jetzt nicht da, wie viele ungefähr unter 30 sind. Für mich genügt der Gedanke, vielleicht ist es ein Viertel der Wahlberechtigten. Das heißt, es gibt noch 75 oder
70% andere, die nicht auf YouTube unterwegs sind, die nicht interessiert waren an Rezo-Video, auch wenn sie es vielleicht mitbekommen haben durch die FAZ oder die Zeit. Das heißt, dass die CDU insgesamt sehr krass verloren hat, aber immer noch über 20% ist, hat selbstverständlich nichts mit Manipulation oder Wahlbetrug zu tun, sondern ganz einfach damit, dass es eine große Anzahl älterer Menschen gibt, die eine ganz andere Geschichte haben, die ganz andere Bedürfnisse haben, die die Welt anders sehen als die Jungen. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu akzeptieren. Weil, wenn wir hier, die auf YouTube aktiv sind, unseren Blick nicht auch über den Tellerrand hinausweiten und glauben, alles, was hier stattfindet, ist die Wirklichkeit, dann verhalten wir uns eigentlich auch nicht anders als die CDU, die ihrerseits nicht kapiert, was hier auf YouTube los ist. Die glauben, es sind Bots, wenn ein paar Millionen eine Petition unterschreiben. Die glauben, das müssen ja Gekaufte sein, weil sie sich das nicht vorstellen können. Diese Dynamik, die hier ausgeht auf dem Internet, die kennen halt nur die, die dort sind. Die CDU kennt die größtenteils nicht und agiert völlig blind in diesem Neuland. Das heißt, etwas zu bewerten oder eine Meinung zu haben in einem Bereich, in dem man sich nicht auskennt, ist für meine Begriffe gefährlich. Das betrifft aber genauso die CDU, die sich in eurer Lebenswelt hier nicht auskennt, wie auch euch. Die Vorstellung, dass die Welt nur aus Rezo-Guckern besteht und aus jungen Leuten, ist ebenso falsch wie die Vorstellung von der CDU, dass das ja nur ein ganz kleiner Teil der Leute ist, die nicht viel zu sagen haben und da muss man sich nicht drum kümmern. Das wäre meine Message, sich auch anzuschauen, was haben andere Leute für Meinungen und wie kommen sie dazu? Tja, und zu einem realistischeren Blick auf diese Ergebnisse gehört für mich eben auch, dass man berücksichtigt, dass das Ganze eine Europawahl ist. Denn aufgrund der deutschen Ergebnisse könnte man jetzt denken, Klimaschutz wird Hauptthema werden in der EU und jetzt geht's endlich los und die Grünen und so weiter. Aber Deutschland hat ja von den 751 Sitzen nur 96 und die anderen wurden in den anderen europäischen Ländern verteilt und da gibt es teilweise völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt Länder, in denen es den Jugendlichen viel, viel schlechter geht als hier, in denen es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt, in denen vielleicht der Klimaschutz bei weitem nicht so interessiert wie bei uns. Und entsprechend haben diese Länder auch völlig anders gewählt. Wenn ihr auf die Sitzzusammensetzung des Europäischen Parlaments für die nächsten 5 Jahre schaut, seht ihr, dass die Grünen von diesen 751 Sitzen 69 bekommen haben. Das ist natürlich schon ganz schön, damit sind sie die viertstärkste Fraktion, aber natürlich hinter der EVP, also dem, was bei uns die CDU-CSU wäre, hinter den Sozialdemokraten und hinter den Liberalen sogar, die bei uns ja zum Beispiel keine so richtig große Rolle gespielt haben. Insofern finde ich es einfach wichtig, dass man nicht nur in unserer kleinen YouTube-Welt oder in unserer auch noch relativ kleinen Deutschland-Welt schaut, sondern dass man eben das Thema Europa in der Welt schaut, in der es stattfindet, nämlich in der europäischen Welt. Ja, das war eure Meinung zur Europawahl. Ich hoffe, euch hat meine kurze Analyse dazu gefallen. Ihr gebt mir ein Abo, lasst einen Daumen da und gerne natürlich auch Kommentare. Und seid nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.